YouTube. Servus. Servus. YouTube. Beieinander. Servus. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Green Hell. Wo wir echt abgehen schon. Oh ja, jetzt sind wir echt stark unterwegs. Und pass auf, gleich sind wir tot. Nee, aber es läuft. Stammesboy habe ich schon gekillt, da liegt sein Fleisch. Das habe ich wieder ausgekackt, das war nicht zu verdauen. Mein Körper funktioniert echt gut. Ja, und jetzt auf jeden Fall ist das Ding, jetzt wollen wir ein bisschen suchen gehen, ein bisschen spazieren gehen. Genau. Ich habe hier eine unbekannte Nuss. Aber wir sollten uns vielleicht merken, dass wir jetzt gerade bei 48 West und 15 Süd sind. Oh, das ist kein Ding. Okay. Ja, das geht schon. Aber da vorne ist Fleisch. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Habe ich gar nicht mehr. Brauchst du Federn? Nee, passt schon. Oh, die rennen aber schnell weg. Ich bin gerade überlegen, wenn ich meinen Speer schmeiße, ob das vielleicht besser ist. Warte mal. Weiß ich denn im Speer? Ah, ich habe noch gar keinen Speer gemacht. Ach so. Aber ich kann auch keinen mehr nehmen. Ich habe so viel schon. Wie schmeiße ich denn den? Keine Ahnung. Gar nicht. Das Einzige, was ich will, ist noch gegen die Schlangenbisse mir noch einen Verband zumindest machen. Einen habe ich Maus, ja schon. Eine Maus, nein. Müssen wir erst die richtige Pflanze finden hier. Wollten wir eigentlich nicht in die andere Richtung gehen? Wir gehen schon wieder hier hoch. Wir gehen schon wieder was? Nein, ja. Ich bin nur zu dir gekommen. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht zu hoch. Ja, gut. Oh, hier ist ein Stein. Ich brauche aber keinen Stein. Hier ist eine Feder. Ja, super. Weißt du, wie viele Federn ich habe? Ja. 26. Ja, es ergibt viele Pfeile, glaube ich. Ja, also hast du schon mal versucht, hier ein Lager hinzubauen, Zocki? Warum? Weil hier schon eins steht, ein Lager und Feuer. Hey, warte mal. Doch dein ja, Zeug, das könnte möglich sein, voll. Ja, voll. Oh ja, voll. Habe ich nur versucht. Ist mir nicht gelungen. Du hättest jetzt gleich aus dem großen Holzstück ein Dings bauen können, Speer. Schildkröte. Ja, hier auch. Oh. Mein Pfeil steckt im Panzer fest. Nein, ich hab sie nicht. Oh, sie rennt auf mich zu. Oh, ich hab sie. Renn weg. Ich hab sie. So eine Schildkröte ist gemeingefährlich. Okay, warte. Die gibt nur Fleisch, aber es ist ja schon mal okay. Nein, Schildkrötenpanzer. Okay, dann hast du eine andere Schildkröte wie ich. Wieso? Ach, du hast eine Schildkröte, ich hatte einen Frosch. Sorry. Ich glaube nämlich, der Schildkrötenpanzer... Achtung, der Frosch attackiert mich. Ah, alles gut. Ich glaube, der kann viel mehr Wasser speichern. Wollen wir noch die Frösche? Eine Frage. Ich muss da irgendwie Platz machen. Oh, der Frosch attackiert mich jetzt. Ah! Was denn? Alter, ich will einfach nichts liegen lassen. Das ist unglaublich. Ach, da ist er. Ah, scheiß drauf. Ah, Mann, wir haben genug Froschfleisch, Zocki. Oh, das ist ein Vogel. Wohnen in dir. Ich habe ihn erwischt. Haben wir auch solche. Oh, wir können auch eine Seerosenblüte nehmen, Zocki. Für was? Die kannst in die Haare? Ja, ich wollte gerade sagen, die kannst du dir ins Haar stecken. Da liegt eine Kokosnuss. Habe ich meinen Pfeil wieder gekriegt? 4 Pfeile, ich hatte 5. Wo ist er? Oh, ich bin überladen. Ganz wenig überladen, aber nur. Ich hau mir da was rein. Dann geht's gleich wieder gut. Oh, ich bin zu überfüllt. Ich kann gar keine Kokosnüsse mehr mitnehmen. Okay, mir geht's einigermaßen gut. Ah, ich wollte eigentlich das Obsidian-Messer weg haben, gell? Ich kann vielleicht noch eine Kokosnuss hintun, wenn ich die Beine wegtue. Was kann man eigentlich mit so einer Seerosenblüte-Dreckkacke hier machen? Die könnte ich essen oder ich könnte was herstellen. Okay, das ergibt nichts. Ah, okay, eine konnte ich noch nehmen, eine. Ich esse mal Kohle. Ich habe Lebensmittelvergiftung. Oh oh, dammit. Ich hab doch gesagt, du sollst keine Kohle essen. Nein, das hilft gegen Lebensmittelvergiftungen, oder was? Achso. Ja, das hilft. Oh ja.
Aber es zieht ein bisschen an der geistigen Gesundheit, wenn ich das richtig sehe. Oh, es gibt Fische im Fluss. Also man kann sich bestimmt eine Angel bauen. Du kannst auch, glaube ich, mit deinem Speer angeln. Das probiere ich jetzt mal aus. Oh ja, das geht. Muss nur einen Fisch erwischen. Nein, nicht ins Wasser fallen. Nein. Ja. Voll mit Würmer. Geh raus da jetzt. Jetzt geh ja weg, Alter. Hab keinen Kontakt mit mir, du bist anstecken. Noch habe ich keine Würmer. Verpiesel dich, du hast sicher viele Würmer. Kontrolliere dich mal. Es steht aber nichts da. Warte mal, ich schau mich mal an. Da schau. Da ist kein Wurm. Okay. Da ist kein Wurm. Und wenn ich jetzt geradeaus nach unten schaue, du, da hängt aber ein Riesenwurm. Ja, den musst du wegmachen. Zucki, zupf den mir mal weg. Warum wird denn der immer größer? Warum wird denn der so groß? Warum wird denn der so groß, wenn ich dran zupf? Was ist denn das für ein Wurm? Du musst hin und wieder loslassen, nicht durchgehend dran ziehen. Ab und zu wieder zurück. Hier ist Bambus. Dann nimm mit. Willst du einen Fisch mir sperren hier? Wow. Warum seht ihr mich denn? Ihr könnt mich gar nicht sehen, wenn ihr unter Wasser seid, ihr Scheißfische. Ich bin nämlich unsichtbar. Nett ist nicht, aber komm. Warum schwimmen die davon? Krieg ich den eigentlich nochmal kaputt? Shit. Seriously? Meine Axt ist kaputt gegangen. Jetzt so einen Fisch haben. Da gebe ich mich nicht zufrieden. Ja, aber scheiß auf die Axt, Alter. Okay, anscheinend kriege ich das nicht kaputt. Aber wir könnten uns da noch kurz was bauen. Betsy. Was hier? Ja. Ich will nämlich, Ja, dann bauen ein kleines Lager und ein Lagerfeuer. Das reicht eigentlich. So was bauen. Will ich bauen, aber es geht nicht. Ich will bauen, es geht nicht. Oh Gott, ich kann hier nichts bauen. Oh ja, hier war es grün kurz. Kurz war es grün. Damit. Komm, Fischi. Okay. Ah, scheiße, die Gegend ist kacke. Aber wisst ihr, das wäre gut. Hier gibt's Fische, hier gibt's Essen, Wasser. Das wäre der urgute Platz für uns. Ja, wäre schon scheiß Fisch nicht. Oh nein, soll denn das gehen? Gelb? Nee. Hier wird schon so ein Fisch nicht. Geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ob man da einen Köder oder irgendwas braucht. Ich glaube, du brauchst wirklich genug Platz, um das Ding aufzustellen. Ja, das ist ziemlich groß. Ah, es war kurz was. Ja. Ich glaube, hier ein. Ah, ja. Geilo. Ja, was brauchst du denn alles? Wir brauchen erstmal zwei so große, ne? Ja, ich habe einen großen. Und aber die anderen zwei finden wir schon noch. Brauche ich denn hier so einen Bambus, oder? Bambus-Scheiß, okay. Vielleicht mach mal Bambus kaputt. Hey, wieso kann ich dich platzieren? Ah, jetzt da. Ich habe hier schon kaputt gemacht. Wäre es doch nicht schlimm, wenn wir mehr haben, oder? Na, bestimmt nicht. Frag mich, ob man die Energie auch irgendwann levelt. Boah, ja, Alter, ich würde gerne mehr tragen können. Du hast schon. Was brauchen wir jetzt da? Langer Bambusstock, Moment. Schau mal, was ich aus dem Scheit machen kann. Aufheben, herstellen. Herstellen kann ich nur, ja, denke ich mal, aber das ist falsch. Ah, ich habe leider keine Axt mehr. Aber auch mit der Spitzhacke gerade drauf. Das bringt, glaube ich. Hey, ich kann Blätter essen. Die Spitzhacke. Oh Scheiße. Gott, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Du darfst keine Blätter essen, Betsy. Habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemerkt. Ah, ich brauche echt, glaube ich, eine Axt. Mit der Spitzhacke kriegst du es nicht klein. Aber warte, ich habe doch was gegen Lebensmittelvergiftung. So. Ja gut, ich muss mir auch eine Axt machen. Wow, wir sind so... Aber ich habe keinen Platz mehr für eine Axt. Ich schon. Also, dann musst du das machen. Mach ich.
bin ja für alles hier ausgerüstet. So, ich mach mal die Tierexkremente bei uns kaputt, weil... Das stinkt. Oh, warte mal, ein Papagei. Nein, warte, wir müssen die dünnen Bambus-Dinger erledigen. Nein, ich hab den Papagei im Wasser, aber okay, ich kann ihn noch nehmen. So. Oh, jetzt habe ich viele Federn. Und jetzt? Sind das keine langen Bambus-Dinger? Was ist das für ein Scheißdreck? Bin lange. Hey, warum konnte ich das? Also jetzt erst. Hat ein bisschen gedauert. Wie viele lange brauchen wir? Oh, eine Menge. Okay, kein Thema. Ich habe jetzt noch. Noch welche? Wir müssen noch zwei mindestens da liegen. Ah, hier unten. So, ich hab's ja schon. Hä? Ja, du warst zu langsam. Du musst zugreifen. Ich geier nämlich. Weil ich mag die Gegend hier, weißt du? Ich glaub, ja, die ist schön. Ich mach mir gerade noch ein paar Pfeile. Ne? Bist ja eh beschäftigt. Hey, Bumperstock, nimm den Bumperstock. Geht nicht, weil ich den langen in der Hand hab. Dann lass ihn doch bitte los. Das geht nicht, dann. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht platzieren hier? Oh ja, geht schon, hab schon. Oh, wir brauchen genug Seile hier. Oh, ich krieg noch genau zwei Pfeile hin. Weil unter diesem Unterschlupf, glaube ich, da... ich habe kein Seil mehr, Betsy. Ich hab noch. Ja, dann platzier mal hier. Die Bambusstöcke sind doch viel besser, oder? Ich kann den Pfeil nicht mehr nehmen, ich habe zu viele Pfeile. Ja, ich habe auch. Also, das ist kacke einfach. Betsy, wir brauchen Seile. Ja, sofort. Ich habe immer noch zu viele Pfeile. Warte mal kurz. Also wir müssen uns das aufschreiben, wo unser Lager ist und so immer. Weil kann ich die Pfeile irgendwie drehen, wenn ich sie... Okay, das macht er automatisch. So, was brauchst du jetzt? Du brauchst Seile, oder was? Ja. Ich jetzt nicht. Ich konnte doch gerade platzieren. Warum geht's denn jetzt wieder nicht? Jetzt hat... Oh, ja. Ist doch okay, Zocki. Ich mach doch. Ich knote doch schon. Ja, knote. Wo komm ich denn hier hin? Oh, ich bin schon wieder zu... Oh, ich muss mich schlafen legen. Badu, so ein großes Ding. So einen großen Unterschlupf zum Schlafen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da drin schlafen können. Du hast doch einen großen gebaut. Nein, das ist... Ich glaube, das ist fürs Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob wir da drin schlafen können. Braucht doch noch eine Liane. Ja, jetzt braucht man Palmenblätter. Ich bin keine Liane mehr. Was ist denn los jetzt? Nein, wir brauchen Palmenblätter jetzt. So. Ich habe schon Dinge platziert. Ah, hier sind Palmenblätter hier oben, aber ich glaube, ich krieg die nicht mehr ganz kaputt. Versuch's. Nee, ich muss mich schlafen legen, hilft nichts. Muss mich erstmal kurz hinlegen. Ja, leg dich in den Dreck ran. Ach, ich habe ja ein Messer für die Würmer, so ein Knochenmesser. So, bis gleich. Ja, ist gut. Und wenn ich das nehme und. Wie fit ist denn deiner noch? Der ist ultra fit. Ich glaube, ich war zu viel angeln. Oder was kann ich denn da herstellen? Auch gleich wieder fit. Boah, da ist noch irgendein Ding und ich habe das Ultra-Gerät. Ein Stein ist es nicht. Okay. Muss ich dann testen. Wir brauchen Palmenblätter. So, ich bin wieder fit. Ich schau gleich mal, was ich mir eingefangen habe am Boden. Da sind doch keine Einen Wurm am linken Arm, den kriege ich weg. Und an einem rechten Arm habe ich auch einen Wurm. Und am Bein auch. Okay, ich habe drei Würmer. Ich hoffe, ich habe so viele Verbände. Eins. Zwei. Und der dritte Wurm. Gut, dass ich so viele Knochen hatte. Und verbinden. Bin mal gespannt, ob du jetzt meine Verbände aussiehst. Ich bin jetzt gut verbunden. Du laberst am Blades hinterher, das ist so klar. Warum denn nicht noch gut verbunden? So gern mal. Warte, ja, ich sehe was. Jetzt der Arm. Schaut so gut aus.
kommt noch der nächste Arm dran, weil ich bin ja natürlich Mensch und Dungeon, muss ich mir alles einfangen, was es im ganzen Dschungel gibt. Vergiss nicht, den kleinen Wurm zu verbinden hier. Das habe ich als erstes getan. So, jetzt kann ich wieder Palmblätter sammeln. Ja, jetzt wo ich gleich fertig bin, oder wie? Sei froh, dass du überhaupt noch Hilfe bekommst. Halt den Maul. Ein bisschen ist noch, nicht mehr viel. Ja, trag jedes einzeln runter. Nicht direkt. Mehr viel? Es sind 16 von 26. Ja, das ist nicht mehr viel. Mehr als die Hälfte haben wir schon. Mach mal neue kaputt. Schau, nur noch 5, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Na, nur noch 4. Ja, hier sind genug. Oh, ich bin jetzt durstig. Oh, der mit, Alter. Müssen wir uns dann ein Lagerfeuer... Ich mache ein Lagerfeuer, oder? Ja, mach das mal. Fertig. Ich stelle das aber rein, weil es ist meine Hoffnung, dass es eben, wenn es regnet, nicht kaputt geht. Nicht nass. Ich kann es nicht reinstellen. Was für ein Scheiß. Das Spiel will uns einfach nicht. Vielleicht muss es erst fertig sein. Ich kann hier gar nichts platzieren. Oh ja, hier könnte ich platzieren. Ich kann das nicht platzieren. Stehst du davor? Nein, du musst dich ein bisschen bewegen. Geht nicht, in Verwendung. Was? Nein, ich geh mal weg. Und jetzt? Immer noch in Verwendung. Hä? Ah, jetzt ging es weiter. Jetzt nehme ich doch mal. Weil ich gerade im Lagerfeuer. Jetzt hat. Ah, uns fehlt noch ein langer Stock. Langes Bambus-Ding. Lag da noch irgendwo eins? Hier, ja, oder? Ja, irgendwo, glaube ich, liegt hier noch eins. Ja, wenn nicht, da, ich war da ein bisschen herum, dann haben wir's. Ja, dann hol noch ein bisschen rum. Ah, ich hab schon einen. Passt schon, passt. Ich hab auch einen jetzt da. Wette Boy. Nee, wir brauchen noch einen. Wie was? Klein lange? Bambus. Wir brauchen noch so einen Stock. Geh mal weg hier, ich hab einen. Ja, ich bin doch weg. Ja, ich seh's nicht. Wieso geht's? Ah, jetzt da. Fertig. Cool. So, hab gleich mal gespeichert. So, also langsam wäre, glaube ich, bei uns Essen und Trinken mal wieder gut, hä? Ja. Warte, ich muss auch noch speichern. Chickabucka, Chickabucka. Hab noch Vogelfleisch. Ich hab noch Vogelfleisch, aber ich hab, glaube ich, nichts mehr zum Anzünden. Jetzt will ich schauen, ob ich da. Ah, ich kann ein Lagerfeuer drin platzieren. Geilo! Das ist gut, mach das schon mal. Ich schau schon mal, ob ich anzünde. Ah, oh, wir müssen sich aber ducken um das Ding da. Ich habe keine kleinen Stöcke. Und hier ist nur überall Bambus. Ich hab nur einen. Ich bin hier nur Bambus, Bambus, überall Bambus. Okay, wir sind gearscht wegen den Stöcken hier. Ja, oh, hier. Weiß, du bist durstig. Wir. Du musst einfach jetzt nur schneller was finden, mein Freund. Du musst jetzt nur trockene Blätter finden. Oh, da ist eine Schlange. Bewegt sich sehr komisch vorwärts. Das ist eine Schildkröte und keine Schlange. Mensch, Betsy. Ganz ehrlich. Ah, Frösche sind bei dir Schildkröten. Schildkröten ja, sind Schlangen. Da frag ich mich echt. Also. Dann nehmen wir aber das Fleisch doch noch mit. Oh, ich konnte den Panzer nicht mitnehmen. Bei mir sinkt einer. Ich bin keine Bambusblätter. Glaubst du, wir hätten im Schildkrötenpanzer auch irgendwas mit Wasser sammeln können? Ja, ja, sicher sogar. Ich glaube, der kann sogar viel mehr Wasser einsammeln. Weil ich bin leider voll. Hey, bei mir ist ein Typ, der sinkt. Ja, ich bin bei dir in der Nähe. Hörst du den auch singen? Nein. Ach, schade. Der singt nämlich richtig gut. Aber ich höre jemanden laufen. Das ist nicht du. Ja, da ist er. Oh, er kommt auf mich zu. Nicht gut, nicht gut. Boah! Wichser. Laufen Sie davon. Da ist noch ein zweiter. Super, ich brauche meinen Pfeil. Wo ist der? Das ist mein Bogen. Der rennt weg. Oh, der ist hinter dir. Oh, hat mich erwischt. Stimmt ja gar nicht, ich hab ihn erwischt. Okay. Bei mir steht aber Bogen plus 1. Ah, daneben. Scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Erwischt. Oh, ich bin gleich tot, warum? Oh mein Gott, er macht go. Oh, ich muss mich untersuchen, scheiße.
Hab irgendwas. Fuck, Alter, ich hab kaum Ausdauer, so ist nämlich. Ich muss mich auch untersuchen. Oh, schnell, was hab ich denn? Ich bin gleich tot. Oh, ich hab einen riesen Riss. Und ich hab... Oh, noch ein Verband. Oh, schaff ich's noch rechtzeitig? Nein, ich hab noch eine Wunde. Ach komm. Ja, am Bein, oder? Hä? Nicht erwischt? Hä? Oh, er hat mich erwischt. Ich hab doch alles geheilt. Warum leben? Oh, er stirbt nicht. Scheiße, ich sterb gleich. Betsy, jetzt konzentrier dich. Ich versuche ihn ja eh aufzuhalten. Ja, ich weiß nicht, warum ich sterbe. Ich hab nichts mehr im Körper. Oh nein, hör auf damit. Nichts mehr sichtbar ist. Ich seh es nicht. Ich hab dich gerade verbunden. Oh, da ist nochmal eine Wunde. Was ist denn das, Mann? Ich hab die doch verbunden. Ich kann nichts mehr machen. Ich hab eine ziemlich eklige, eitrige Wunde. An der sterbe ich gerade. Ja, du hast eh gespeichert. Jo. Oh, ich habe auch eine Wunde. Meine ist voll eitrig schon. Weiß aber nicht warum. Weil ich hab die eigentlich verbunden. Ja, ich weiß auch nicht. Tut mir leid, Betsy. Soweit kenne ich mich auch nicht aus. So, ich glaube, ich bin safe jetzt da hier. Ja, ich habe die Typen erledigt. Wir können bei dem Unterschlupf aber nicht mehr schlafen, ne? Ja, ich weiß. Darum wollte ich ja was bauen. God, I'm thirsty. Du hast auch keine Verbände mehr, ne? Nee, ich habe nur einen gehabt. Also, ich habe jetzt nur noch einen, der ist mit diesem Schlangengift-Dreck da. Okay. Hier ist auch nichts für den Band. Ah, oh, ja, ich brauche noch zwei Stöcke. Ich bin wieder viel zu überladen. Ah, ich habe ja Menschenfleisch mit. Ich habe gerade den leisen Tod. Wow, jetzt hast du mich hier erschreckt. Jetzt habe ich gedacht, du bist wieder so ein... Naja, dann such ein bisschen. Du hast eh gespeichert. Vielleicht kannst du dir noch retten und wenn nicht, dann musst du halt wieder laden. Kann man nichts machen. Versuch jetzt mal was wegzuschlafen, vielleicht klappt's ja. Pass auf, ich hau die dabei weg. Ich brauche immer noch einen Verband. Habe ich denn ein neues? Wundinfektion habe ich. Und was muss man da machen? Ich muss Maden in die Wunde setzen, habe ich Maden dabei. Ich muss mich auch Nein, ich habe nur Larven. Du hast auch keine Maden, ne? Kann ich dir gleich... Was habe ich denn da? Ich sehe... Oh, in Finstern sehe ich es jetzt nicht. Ah, oh, scheiße, ich habe hier, glaube ich, irgendwas. Scheiße, ich habe hier auch irgendwas, aber ich sehe es nicht. Zu dunkel. Fuck. Na, Maden habe ich auch nichts, glaube ich. Nein, Maden habe ich nichts. Na gut, ich habe ja gespeichert. Jetzt hat es mich aber auch erwischt. Thirsty. Ich wollte nochmal versuchen, Maden zu finden, aber... Wow, jetzt habe ich die Blätter hier da drin. Oh, hier ist ein Vogelnest. Ich habe auch eine Wunde. Oh Gott, Maden. Scheiße. Ey, wenn du Maden findest und du hast vielleicht eine übrig, dann... Jetzt zeige ich dir sofort. Ich bin gerade am Umschauen, aber ich finde auch keinen. Jetzt habe ich auch noch einen Wurm. Ja, Würmer sind die geringste meine Sorgen hier. Okay, pass auf. Das Bett platziere ich halt außen, wenn es geht. Mir geht es hier nur ums Lagerfeuer drinnen. Natürlich, jetzt habe ich natürlich eine Wunde nach dem Wurm. Ah, Mann, was mache ich denn? Ah, jetzt kippe ich um. Scheiße. Wir waren so super unterwegs und dann kommen einmal solche Bastardos. Ja. Wir haben beide gespeichert. Ja, davor. Ja, es ist ja das Wichtige, dass wir davor gespeichert haben. Ja, ich... Ach komm. Lass es.
Wölfe, ich finde keine Maden. Wo die Schoschonen schön wohnen. Frösche, wisst ihr, wo Maden sind? Habt ihr welche gesehen? Habt ihr welche übrig gelassen? Weg hierher. Mann, hier sind doch überall verkrustete Bäume. Also morsche Bäume. Da muss doch irgendwo eine Made dazwischen hängen. Nein, du musst tote Tiere zerlegen, dann kriegst du Maden. Ja, auch die finde ich nicht. Was? Furz einmal. Kräftiger. Kräftiger. Nee, es geht nicht so. Weil ich probiere mal, vielleicht kann ich ja dieses Giftding dranhauen. Vielleicht muss ja nicht unbedingt eine Made sein. Da habe ich schon wieder einen Wurm. Ach, fick dich. Versuche mal dieses Schlangengift-Verband-Dreckding. Hab ich. Ich kann doch keinen Verband mehr und gar nichts mehr herstellen. Ah, du hast sowas gar nicht mehr. Nein. Ja, das ist blöd. Einer läuft gerade in seinen Tod. Ah, jetzt habe ich einen Wurm auch noch, Alter. Ey, das ist so eine Hardcore-Situation. Das stimmt, ja. Jetzt habe ich aber keinen Verband. Oh, Mann. Das schaut aber so richtig eklig aus. Aber ich kann schon mal schön die Gegend erkunden. Bevor ich sterbe, ist schon mal was. Gut, dann suche ich jetzt auch einmal. Ich weiß aber nicht, ob das... Oh nein, ich kipp schon wieder um. Gib jetzt, wir müssen zusammenbleiben. Ja, machen wir dann gleich, wenn wir wieder beide... Ich sterbe jetzt eh gleich. Es muss mich immer einer aufdecken. Ich würde sagen, für den nächsten Part laden wir wieder und schauen, dass wir zusammenbleiben und gestärkt bleiben. Weil ich finde auch einfach keine Maden, egal wo ich gerade rumrenne. Aber so lernen wir. Weißt du, Maden immer bei sich haben. Ja. Ich habe aber auch jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sich die Stelle so entzündet. Nee, weil ich ja schon verbannt, drüber gemacht habe. Ja, habe ich auch gemacht. Aber der Typ hat eben mit seiner dreckigen... Ach, schau mal, wenn ich da am Boden liegen gefunden habe. Ja, stimmt ja gar nicht. War alles gut. Aber wenn er mit seiner dreckigen Popoklinge nach uns geworfen hat oder was auch immer. Pass auf, ich finde jetzt ganz schnell Maden. Ja, das Fiese ist, der musste ich halt nur einmal erwischen. Einmal. Ich weiß nicht, ob man sich irgendwie so Rüstungen machen kann. Larve habe ich. Maden! Oh, ich werd verrückt. Und ein Knochen für meinen Wurm. Hast du noch eine Made für mich hier übrig lassen? Ich muss da alle nehmen irgendwie. Ich weiß jetzt aber nur nicht, wo die sind. Aber beim Essen, glaube ich. Oh, hier ist eine Kokosnuss. Oh mein Gott. Ah, das waren so viele Maden und dann steht nur Maden einmal da. Sorry, Zocki. Oh, der hat ein gutes Lagerfeuer hier. Warte mal, ich probiere jetzt mal die Maden auf die Wunde zu setzen. Okay, das klappt schon mal. Ich fall schon wieder um. Komm zu mir wenigstens, bitte, komm. Warte, ich mach nur schnell meinen Wurm weg. Gott, jetzt zupft er schon wieder um seinen kleinen Wurm herum. Ja, hin und wieder muss ich den einfach wegmachen. Ich werde hier verrückt noch. Du kümmerst dich jetzt kurz mal um einen Schlafplatz und Lagerfeuer, während ich mir meine Maden suche. Aber ich werde es nicht schaffen. Ich werde da und wieder umkippen. Ja, ich habe lauter offene Wunden, Zocki, und kaum noch Energie. Ich schaff's auch nicht. Okay, wir müssen laden dann. Das Spiel ist so geil, Alter. Oh, aber hier ist ein richtig großes Lagerfeuer schon mal. Wow, das habe ich vorhin gerade gesagt. Er hört mir einfach nicht zu. Und jetzt, wo wir es entdeckt haben... Da kommt eine Schale ist Wasser drin. Und jetzt, wo wir es entdeckt haben, können wir es auch bauen, weißt du? Ja. Aber es ist zu spät. Larven, Alter. Ich esse jetzt eine Larve. Drauf gefurzt, weil ich habe Hunger. Ich habe sie nur genommen, nicht gegessen. Nur mal so am Rande. Bräuchte die Pflanze. Okay, schaffe ich auch nicht mehr, weil ich gleich K.O. bin. Ich habe einen Wurm. Ich habe einen Wurm. Die habe ich alle entfernt, aber ich habe jetzt offene Wunden dadurch. Die müsste ich verbinden. Ja. Und da habe ich leider nichts mehr für. Da ist die Gegend auch nicht so prickelnd dafür. Bist du tot? Nein. Thirsty. Aber gleich. Soll ich dich noch aufwecken kommen oder ist wurscht? Also noch geht's. Noch bin ich nicht tot. Das dauert glaube ich nur ein bisschen.
ist gerade ein ziemlich erbärmlicher Videoabschluss, oder? Ja. Ah, oh, gerade da vorne ist so gut. Wo liegst du? Wo liegst du? Du rennst in meine Richtung. Hä, ich sehe deinen Namen noch nicht. 39, 37, 36, 35, 34. Kommst näher. Ah, jetzt da. Oh, scheiße, da werde ich drauf gehen, oder? Ist dann auch egal, mach's einfach. Du kannst mich danach gleich aufwecken, wenn ich bei dir bin. Ja, ich habe wieder ein bisschen Energie. Oh Gott. So. Die Gegend ist zwar sexy gewesen, aber es gibt diese Pflanzen nicht. Die wir brauchen. Um Verbände zu machen. Ja. Die suche ich auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, besser wird's nicht, oder? Sollen wir den Part vielleicht doch beenden? Ja, von mir aus. Ich bin leicht schon wieder. Scheiße, ich wollte mich gerade ein bisschen verarzten. Na gut, YouTube, das Spiel, Gott, sagt mir, wir haben Po gefasst und das mag ich gar nicht, darum bin ich wieder wach worden. Ja, ich glaube, wir werden beim nächsten Part wieder da starten, wo wir aufgehört haben, nehme ich mal an. Ja. Weil, naja. Wir haben uns ziemlich gehen lassen, sagen wir es mal so. Ey, vielleicht können wir das doch retten. Zweifle es, weil wir bräuchten einfach Verband und hier ist nichts, beziehungsweise wir sehen auch nichts, wo was sein könnte. Wir können nicht mehr durchs Wasser durch, weil es zu riskant ist. Hier oben war nirgendwo was, weil da war ich schon. Und ich falle auch gleich wieder in Ohnmacht und du dann auch wieder und... Geistige Gesundheit nimmt auch langsam ab. Ich habe eine Idee, Alter. Ich kill mich jetzt einfach, indem ich dieses Schmutzwasser trinke. Ja gut, aber dann können wir eh gleich neu laden und dann beim nächsten Part anfangen, oder? Hey, was habe ich denn jetzt, weil ich das getrunken habe? Ach, dann schwimme ich auch nochmal hier quer durch. Vielleicht ersaufe ich ja währenddessen, weil ich zu... Put bin, um hier rüber zu schwimmen. Nee, es geht. Weißt du was? Ich will den Freitod. Ich mach's wie König Ludwig. Mach's gut, sag ich. Ich schwimme in den Ozean. Und das war's. Ich geh unter. Oh nein, du lässt mich alleine mit meinen Hallos. Ja, ich bin jetzt gestorben. Ja, und ich würde sagen, im nächsten Part laden wir eh neu, oder? Ja. Ja gut, YouTube, das dauert Ewigkeiten hier, bis wir uns endlich verabschiedet haben. YouTube, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir konnten... Oh no, hey, ist ja was Geiles. Egal, komm, wir uns das nächste Mal holen. Wir sind eh da in der Nähe. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, YouTube. Macht's gut. Haut rein. Und immer brave sein. Ciao. Tschüss.